Hallo, ich freue mich sehr, Nadja Bournonville vorstellen zu können. Ich hatte Ihre Ausstellung A Warm Across the Street im Haus am Gleispark dieses Jahr gesehen und war irgendwie sehr begeistert irgendwie von der Installation. Es war eine wunderbare Mischung auch von verschiedenen Medien. Es war einerseits Fotografie, aber auch Film, Text, eine Skulptur und ein Augmented Reality Eye. Das musst du wahrscheinlich später noch erklären, genau was das ist, das kann ich jetzt nicht. Und ich finde es hier eben eine wunderbare Fotografie, die eigentlich zuerst mal fast einen wissenschaftlichen Ansatz hat. Das war ja mit dem Naturhistorischen Museum in Wien zusammengearbeitet und dann aber schon eben über die künstlerische Arbeit eine sehr starke eigene subjektive Position formuliert. Also hier kommt halt einerseits wissenschaftliche Präzision und wirklich auch künstlerische irgendwie Aussage zusammen. Und deswegen, das finde ich da sehr spannend. Für mich ist ja auch interessant, dass ich Nadja Bournonville natürlich schon seit vielen Jahren kenne. Wir sind uns auch oft in Aal begegnet. Ich hatte auch alle ihre Publikationen, irgendwie auch die letzten drei, die ja auch bei Fotohof Edition entstanden sind, gesehen. Aber dann eben zu merken, dass dann schon so ein Erlebnis, so eine Ausstellung dann doch nochmal ein besonderer Impuls ist, dann auch direkt nachzufragen, hey, willst du nicht deine Arbeiten mal hier bei der DFA vorstellen? Es war ja auch ein glücklicher Moment, dass, als ich in der Ausstellung im Haus am Gleispark war, Nadja auch da war und zusammen auch noch mit Tina Bara, bei der sie eben auch 2012 ihre Meisterschülerabschluss gemacht hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und und dass wir dann eben da auch sehr ins Gespräch gekommen sind und für mich das dann klar war. Und ich war auch sehr glücklich, dass sie dann auch direkt zugesagt hat, irgendwie auch hier ihre Arbeiten zu präsentieren. Genau, noch einige biografische Daten. Also sie wurde 1983 in Vimmerby in Schweden irgendwie geboren, hat in Glasgow Kunst studiert und dann eben ihren Abschluss eben auch nochmal an der Hochschule für Grafik und Buchkunst gemacht. Stellt international irgendwie aus, stimmt nicht? Was falsch? hat international irgendwie ausgestellt, ist von der New Yorker Galerie vertreten, hat auch diverse Projekte gemacht in verschiedenen Städten, also ist irgendwie permanent künstlerisch irgendwie mit ihren Arbeiten intensiv, irgendwie schafft sie immer wieder neue Projekte, die sie auch eben heute vorstellt. Jetzt will ich auch nicht mehr sagen, weil sonst denke ich, nehme ich ihr irgendwie vielleicht doch ein paar Sachen weg, die sie vielleicht selbst lieber sagen will, irgendwie so, dann freue ich mich auf deinen Beitrag, irgendwie so. Ich habe heute einen Text vorbereitet. Hier gehe ich. Ah ja. Gut. Hallo. Also vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Introduktion. Und da ich jetzt heute die Letzte bin, möchte ich mich auch bei allen Vorletzte möchte ich mich auch bedanken, weil es war wirklich ein sehr auswechslungsreicher und spannender Tag. Genau. Also ich freue mich sehr, hier zu sein und jetzt einen Einblick in meine Arbeit zu geben. Jetzt hat ja Wolfgang mich sehr schön vorgestellt, aber ich erzähle ein bisschen über meine bisherigen Arbeiten, recht zügig, und dann kommen wir am Ende zu A Worm Across the Street, wo ich ein bisschen mehr dazu sagen wollte. Und vielleicht am Ende stelle ich noch was vor, woran ich gerade arbeite, was niemanden hier kennt. Gut, dann fangen wir an. Also kurz zu mir, das wurde schon erwähnt. Ich bin 1983 in Schweden geboren, in einem ganz kleinen Dorf, außerhalb einer ganz kleinen Stadt. Seht ihr hier, dieses Dorf besteht aus 4 Häusern. Wie man hier sieht, gibt es nur Wald und ein paar Seen und Wald und noch mehr Seen und Wald und noch mehr Seen. Genau, und Wald, noch mehr Seen, ja, also so ungefähr. Also liegt hier in Schweden, da. Genau. Und wenn jetzt jemanden hier vielleicht an die Bullerby denkt, ich weiß nicht, vielleicht kennt jemanden das, genau, dann seid ihr nicht ganz falsch, weil die Schriftstellerin Astrid Lindgren, die kommt aus der Nachbarstadt Vimmerby. In Vimmerby gibt es auch einen Themenpark, die vielleicht einige von euch kennt, die Welt von Astrid Lindgren. In dem habe ich mit 8 Jahren meine erste Arbeit bekommen, das muss man auch schaffen. Ich war Kinderschauspielerin, wie man hier sieht, da unten bin ich, die kleine Ida.
Und von da an habe ich meine Kindheit entweder verbracht im Garten, auf unsere Bäume zu klettern, oder als kleine Ida in einen Fahnenmast zu hängen. Warum erzähle ich das? Weil ich denke, dass die vielen Jahre als Kinderschauspielerin mich doch sehr geprägt haben. Damals konnte ich Gespräche lauschen, wie die erwachsenen Schauspieler über Städte, Reisen und sehr interessant Liebe viel erzählt haben. Und mir wurde damals klar, dass die Fantasie eigentlich das Universalmittel gegen Langeweile ist. So einen spannenden Schauspielerleben, das wollte ich dann auch gerne haben, aber ich wollte dann nie wieder schauspielen nach diesen Jahren als Kinderschauspielerin. Ich wollte dann lieber fotografieren und bin zuerst zu einer Fotoschule im Norden von Schweden gegangen und direkt danach habe ich an der Glasgow School of Art angefangen in Schottland in das Fine Art Photography Department. Das Studium in Glasgow dauerte 3 Jahre und schon während dieses Studiums war ich bei einem Austausch in Leipzig dabei. Ich sprach damals kein einziges Wort Deutsch, aber mir gefiel Leipzig trotzdem sehr, obwohl dort niemanden Englisch zu der Zeit geredet haben. Jetzt ist es ein bisschen anders. Vielleicht deshalb gefiel es mir, ich weiß es nicht. Nach meinen 3 Jahren in Glasgow ergab sich die Möglichkeit, dann nach Leipzig zu LIA zu gehen, einem Künstlerresidenzprogramm in der Spinnerei. Hier lernte ich der norwegische Kurator Leif Mangetangen kennen und begann mit der Pierogi-Galerie auszustellen. Das ist der New Yorker Galerie, der vorher erwähnt wurde. Leif Mangetangen war damals der Leiter dort. Genau. Und hier zusammen mit Pierogi entstanden diese 3 Bücher. One for Every Wish, Amor Omnia Vincit und To Be Undone. Genau, ich zeige dir kurz. Hier diese 3 Bücher. Damit ihr seht, wie groß die sind ungefähr. Die Größe ist wichtig, die haben einen sehr kleinen Format. Das Format habe ich zusammen mit der Grafiker Joachim Bartsch damals gewählt, damit der Betrachter allein mit den Büchern sein könnte, weil durch ihre Größe erzwingen sie eine Art von Intimität, die die Bilder gut gebrauchen können. Zusammen ergeben sie eine eigene Bilderwelt und basiert auf meiner Begegnung mit Pio Enquists Buch, das Buch von Blanche und Marie. Ich beschloss, mein Projekt in 3 Teile aufzuteilen, inspiriert von den 3 Fragebüchern, die die Hauptfigur Blanche schreibt. Die Fragebücher von Blanche, ein gelbes, ein schwarzes und ein rotes, beginnt jede Seite mit einer Frage. Und durch ihre manchmal launische Antworten entfaltet sich nach und nach die Geschichte. So widmete ich mich in die 3 Bücher unterschiedliche Themenfelder anhand von Beobachtungen, Literatur, Erinnerungen und Erzählungen. Wie Blanche unvollständige Antworten, die Raum für Interpretation lassen und dennoch eine Geschichte vermittelt, hatte ich das Gefühl, dass meine Bilder diese Geschichte enthielten, die ich suchte. Ich bin dann quasi in Leipzig durch leerstehende Häuser gestreift und habe ziemlich viele Bilder inszeniert, aber die Arbeiten sind jetzt ein bisschen älter und ich mache weiter. Danach habe ich meine Meisterschule an der Hochschule für Grafik und Buchkunst angefangen bei Tina Bara. Aber meine Begegnung mit dem Buch Blanche und Marie ließ mich damals nicht los, weil Blanche in dem Titel war Blanche Wittmann, eine sehr bekannte Patientin an dem Petit-Salpêtrière-Hôpital in Paris, wo am Ende des 19. Jahrhunderts Jean-Martin Charcot, der Direktor der Klinik, wie ein Kaiser über mehr als 4000 weibliche Patienten regierte. Jeden Dienstag hypnotisierte er ausgewählte Patientinnen, die vor einem Publikum aus Doktoren, Wissenschaftlern, Künstlern und Schriftstellern ihre Leiden vorführen musste. Die hysterischen Anfälle in Salpêtrière waren speziell, da sie sich scheinbar immer in einem von Charcot diagnostizierten Muster aus 4 Phasen präsentierten. Dieses Muster wurde mit Hilfe der Fotografie akribisch dokumentiert, von Charcots Assistenten zusammengestellt und in der Iconographie Photographique de la Salpêtrière publiziert. Charcot haben sehr früh mit der Fotografie als wissenschaftliches Instrument gearbeitet. Die Bilder waren damals sowas wie der absolute Beweis für die Existenz und den Ablauf dieser Krankheit, obwohl die Fotografie rein technisch gesehen damals gar nicht für schnelle Beobachtungen geeignet war. Die bruchstückhaften Spuren dieses schwer fassbaren Krankheitsbildes waren für mich der Anreiz, eine eigene Bilderwelt aus Fotografien und Zeichnungen zu schaffen.
Nicht nur die medizinische Geschichte war für mich interessant, sondern vielmehr der Umstand, dass sich das Krankheitsbild als Spiegel für eine Gesellschaft mit ihren Regeln und Tabus zeigte und immer wieder neu interpretiert wurde. Der Fokus meiner Arbeit liegt auf diesen Akt der Transformation, des Spektakels, des Inszenesetzens, dem Versuch der fotografischen Dokumentation und der Inszenierung dessen, der Vermessung des Körpers, dem unterschwelligen erotischen Aspekt und dem insgesamt wackeligen Gerüst von der medizinischen Theorie. Entstanden ist eine Arbeit aus 31 analogen und gerahmten Prints, eine große Zeichnung, eine Animation mit 100 Zeichnungen von Gebärmüttern und 8 Bilder von selbstgebauten, fragilen, instabilen medizinischen Maschinen. Hier sieht man eine davon. Das Buch erschien 2012 beim Futterhof Verlag und auch wieder mit Joachim Bartsch, mit Texten von der schwedischen Wissenschaftlerin Karin Johannisson, die Schriftstellerin Dorothee Elmiger und ein Auszug aus Christina von Brauns Buch Nicht ich, Logik, Lüge, Libido aus dem Jahr 1985. Diese Arbeit hat mir dann auch zum ersten Mal hier nach Hamburg geführt, wo ich mit guter Aussicht dann in den Deisto-Hallenhaus der Fotografie ausstellen durfte und Ingo kennenlernte. Genau, das war schön. Und von dem Buch hat mir am besten der letzte Satz gefallen, wo es steht, Beispiele wie die von Charcot und Freud verdeutlichen die bemerkenswerte Wechselbeziehung zwischen hysterischen Symptomen und der Hysterietheorie. Die Symptome scheinen einerseits die Theorie zu bestätigen und andererseits stellt sich nachträglich oft heraus, dass in der Bestätigung, die sie liefern, eigentlich schon die Widerlegung der Theorie enthalten war. Die Hysterie verwandelt so manche Kathedrale in ein Kartenhaus. Genau. Bleinfeld aus dem Jahr 2015 beschäftigt sich mit einer der Grundvoraussetzungen für die Auseinandersetzung mit unserer Umgebung, das Sehen und unsere Wahrnehmung von dem, was wir sehen oder nicht erkennen können. Um dies zu untersuchen, habe ich improvisierte und nicht wirklich funktionsfähige visuelle Experimente durchgeführt, bei denen ich mich auf die Grenzen der Wahrnehmung konzentrierte, zum Beispiel durch Verzerrungen und Illusionen, um zu verstehen, wie das Auge reagiert und was bei der Verbindung zwischen den Augen und dem Gehirn verloren geht oder gewonnen wird. Bleinfeld erforscht die medizinische Geschichte des Auges, Mythen und Legenden über das Sehen und die visuelle Wahrnehmung durch analoge Fotografie. Diese Arbeit besteht aus Fotografien, Zeichnungen, gefundenem Material, Textauszügen, einem Film und Dias. Der Titel Bleinfeld ist altenglisch und bedeutet blind machen. In mehreren meiner Bilder wurde den Protagonisten die Fähigkeit beraubt, ihre Umgebung wahrzunehmen. In anderen ähnelt die Oberfläche des Bildes Sporen auf der Netzhaut. Die Arbeit entstand unter anderem während eines dreimonatigen Aufenthalts in Wien im Rahmen einer Kooperation mit dem Josefinum, das medizinisches Museum, wo diese Figur hier zu finden ist, das ist ein sogenanntes Augenphantom, und in dem Naturhistorisches Museum. Dieses Projekt führte mich von den Lofoten in Norwegen über Schweden und Deutschland bis in den Norden von Japan. Es wurde mit einem Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds entwickelt und mehrfach ausgestellt, unter anderem wieder hier in Hamburg, im Haus der Fotografie wieder. Und es ist auch das einzige meiner Arbeit, wo es bedauerlicherweise kein Buch gibt, aber es gibt diese Faltblatt. Und hier sehen Sie auch der Basilisk, das ist eine kleine, fiese, mythologische Wesen, die meine Aufmerksamkeit immer noch fest im Griff hat und mehr dazu später zu ihm, diesen Typ. Im darauf folgenden Intercepted spielte das Recherchieren im Sammlungen und Archiv wieder eine große Rolle. Das Buch hier zu sehen, in dieser Größe, kam 2018 aus. Es wurde im Schwarz-Weiß und Blau gedruckt. Der Design war schon wieder von Joachim Bartsch, wie alle meine Bücher. Und mit einem Text von der schwedischen Fotohistorikerin Irene Berggren und einem Interview zwischen mir und der norwegischen Künstlerin Else-Marie Hagen. Eine Fotografin ist auch eine Zeugin, eine Spionin und eine Schöpferin von alternativen Realitäten.
Die Kamera, ob digital oder analog, hat ihre Grenzen, wenn es darum geht, eine wahre Geschichte zu erzählen. Aber die Fotografie hat die Fähigkeit einzugreifen, an die Stelle von Erinnerungen zu treten, Ereignisse zu beschreiben und umzugestalten. Durch die Fotografie werden manche Dinge sichtbar, andere verschwinden. Ein bisschen wie die Geheimtinte, die von Spioninnen in den frühen Tagen des Ersten Weltkriegs verwendet wurde. Richtig behandelt, entwickelt sie sich vollständig, aber mit den falschen Methoden betrachtet, wird sie unlesbar und verwirrend. Im Herbst 2016 verbrachte ich 10 Tage in London, um in den National Archives im Kew die Akte meiner Urgroßtante Eva de Bournonville zu studieren. Hier ist Eva. Hier ist Eva mit einem Tintenklecks, aber das ist sie. Während des Ersten Weltkriegs spielte sie eine kleine Rolle als eine der nutzlosesten Spioninnen, die von den Deutschen rekrutiert wurde. Erster Weltkrieg. Eva de Bournonville befand sich bei Ausbruch des Krieges in ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Als sie von einem Mr. Smith kontaktiert wurde, der ihr anbot, für den deutschen Geheimdienst in London zu arbeiten, nahm sie das Angebot an und reiste nach London, um auf diese Weise ihre Schulden loszuwerden und dachte sie, ohne große Schwierigkeiten eine Menge Geld zu verdienen. Leider wurde sie nach ungefähr 3 Wochen verhaftet. Ihr gesamter Fall wird in den National Archives in Kew aufbewahrt, von den Briefen bis zu den Prozessprotokollen. Aber obwohl alle Fakten in diese 100 Jahre alten Akten zu stehen scheinen, bleibt der wahre Grund für Evas Verbrechen immer noch verschwommen. Die Geschichte ihrer kurzen Karriere als Spionin war der Ausgangspunkt für das verschlungene Netz, das die Bilder der Serie Intercepted spinnen. Das Projekt wurde von Ingo Taubun für das Recommended Fellowship vorgeschlagen und ein gleichnamiges Buch kam 2018 bei Fotohof raus. Hier kann man noch ein paar Ausstellungsansichten sehen. Da sieht man, dass manche Bilder mit so 90 Grad Winkel aus der Wand rauskommt. Auf der Vorder- und Rückseite sind noch Bilder, wie so eine Art Frage und Antwort. Man sieht hier eine große Zeichnung, die ist 30 cm breit und 3 Meter lang. Und da habe ich ein Tintenfass lang wiederholt. I just wanted a bit of adventure, weil das war, was Eva vor Gericht ausgesagt haben in London, dass sie nur ein bisschen Abenteuer wollte. Und hier neben sieht man eine Auflistung von Gegenständen und das ist das, was die Polizei bei der Verhaftung von Eva in ihr Hotelzimmer gefunden haben und wo ich feststellen musste, dass ich und Eva beide Blackcurrant Jam sehr gerne mag, also schwarze Johannisbeermarmelade. Obwohl Eva zu Tode verurteilt war, entkam sie ihrer Strafe und wurde 6 Jahre später aus dem Gefängnis freigelassen. Sie lebte, bis sie 108 Jahre alt war. Und hier sieht man ihr ganz unten bei der Ballettvorstellung ihres Opas, der damals sehr bekannte dänische Choreograf August Bournonville. So, dann sind wir bei A Worm Crossed the Street angekommen. Es ist eine Arbeit aus den wissenschaftlichen Sammlungen in das Naturhistorische Museum in Wien. Vorhin hatte ich diese Wesen hier erwähnt, eine Basilisk, ca. 400 Jahre alt und 15 cm groß. Es ist zusammengebaut aus Teilen einer Roche, dessen Genitalien zu Beinen umfunktioniert und dessen Mund zu einer Schnauze verformt wurde. Diese Basilisk, der bis in die 90er Jahre in der Sammlung versteckt war, wurde durch Parasiten beschädigt. Das sieht man hier, dass der ein bisschen aufgeknabbert ist in der Mitte. Und dann im Alkohol konserviert. Und jetzt ist er in der Schausammlung wieder präsentiert. Er ist nicht nur ein Hinweis auf eine mythische Gestalt, sondern verkörpert auch die Geschichte der Präparation, der Handel mit Präparaten, Sagen, der Kunst und der Serendipität. Damals als Kuriosität verkauft, sollte es den Basilisken darstellen, der mit Hilfe seiner Augen einen Beobachter in Stein verwandeln können. Vielleicht hat jemand einen Basilisken zum Beispiel in einem Harry Potter-Film gesehen. Auf jeden Fall hat er mich noch nicht in Stein verwandelt. Aber als ich ihn damals, 2015, fotografierte, wusste ich, dass ich auf jeden Fall nochmal zurück in das Naturhistorische Museum in Wien wollte. Zum Glück durfte ich das auch. 2019
verbrachte ich einige Zeit zwischen Keller und Dachboden im Museum und in engen Zusammenarbeit mit den Sammlungsmanagerinnen und mit Bettina Riedel aus der Fischsammlung habe ich einen Bruchteil dieser unglaublich großen Sammlungen fotografieren können. Dieses Buch, das ihr jetzt hier seht, oder hier, dieses Buch erschien 2020, schon wieder bei Foto Verlag zum Glück, und ist auch mit Joachim Bartsch zusammengestaltet. Und es ist wirklich sauschwer, 2,5 Kilo, aber auch der größte Buch bis jetzt von mir. Genau, genau, ihr seht hier den Cover. Wir haben uns entschieden, den Titel so zu setzen wie ein Präparat, das ist so ein bisschen wie reingepresst in das Glas. Auf der Rückseite ist eine Wurm, die seht ihr hier unten, eine Illustration von der englischen Illustratorin Emily Robertson, die sie extra für das Buch gemacht haben. Und jeder, der ein Buch gemacht hat, wissen, wie schwierig es ist, sich für die Farbe des Covers zu entscheiden. Und hier haben wir uns an die Farbgebung ungefähr von den Berliner Fahrradwegen orientiert, wo man als Großstadtmensch vielleicht manchmal die eine oder andere Regenwurm treffen können. Das Buch hat einen sehr freundlichen Cover und Farbe. Ich wollte auch, dass es eher zugänglich und freundlich aussieht, weil der Inhalt ist ein bisschen schwierig zu verkraften. Das Buch besteht aus 377 Bildern im Schwarz-Weiß. Es wiegt 2,5 Kilo, genau, viel zu schwer, um zu verschicken, kostet viel zu viel Geld. Aber trotzdem, es hat eine Softcover und der einzige Text außer Index und Impressum, genau, im Buch, sieht man hier auch, ist ein Gedicht namens Alphabet von der dänischen Dichterin Inge Christensen aus dem Jahr 1981. Das ist zwischen die Bilder versteckt und man muss ein bisschen... Vielleicht findet man es eher zufällig. Das Buch fängt an mit einem Bild eines unscharfen Ei hier oben zu sehen. Eine Fotoübung, die ich als allererstes machen musste als Fotostudentin und die vielleicht viele von euch auch kennengelernt haben. Also ein Ei scharf zu fotografieren. Wie man sieht, ist es mir nicht gelungen. Naja, es hat sich also als sinnvoll angefühlt, die ganze Geschichte mit einem Ei anzufangen. So. Hier sind einige Bilder aus dem Buch. Im Buch gibt es auch einen Index, wo man die Namen von den Tieren finden kann. Allerdings aber nur die Namen, die ich auf dem Zettel im Museum vorgefunden habe. So braucht es also eine Gegenleistung von Ihnen, wenn Sie wirklich herausfinden möchte, was hier für ein Tier zu sehen ist. Und wenn ihr dann danach sucht, findet man ja natürlich nebenbei viel mehr Informationen und dann lernt man vielleicht auch was dabei. Also ich auf jeden Fall schon. In ihrem Essay Teddy Bear Patriarchy schrieb Donna Haraway, ein genaues Bild zu machen bedeutet, sich gegen das Verschwinden zu versichern, das Leben zu kannibalisieren, bis es sicher und dauerhaft ein spiegelndes Bild ist, ein Gespenst. Der bekannte Essay behandelt das Naturhistorische Museum in New York und deren Dioramas, wohl einen berühmten und nicht unproblematischen Beitrag aus der Geschichte der Schausammlungen. Meine Bilder in das Buch A Worm Across the Street sind vorwiegend Nasspräparate aus den Sammlungen, aus Regale, Vitrine, Lagerräume und Kisten, die eher selten geöffnet werden und wo die Zeit und Alkohol die gesammelten Tiere in verblasste Varianten das eigene Selbst umgewandelt haben. Während des Fotografierens musste ich oft an der Grinsekatze aus Alice im Wunderland denken, deren Lächeln laut Baudrillard zufolge noch im Raum schwebt, nachdem ihr Gestalt verschwunden ist. Na, jetzt sieht man noch zwei Bilder. Warum dann 377 Bilder? Seit ich dem zuerst begegnete, bin ich von den Bildern Anna Atkins sehr beeindruckt. Ihre schimmernden weißen Mustern von Algen auf tiefblauem Hintergrund wirken heute immer noch aktuell. Ihre Bilder und die Pflanzenstudien von Karl Blossfeld dienten mir als Inspiration, als ich im Museum fotografierte. Für mich war es klar, dass die Bilder schwarz-weiß sein mussten. Ich öffnete Türen und Schubladen, suchte aus, notierte die Namen, die manchmal in unlesbaren Schreibschrift
noch auf die Etiketten stand und fotografierte die teilweise 200 Jahre alte Präparate in einer kleinen, einfachen und faltbaren Fotostudio. Diese Arbeit habe ich digital gemacht und mit einem so einfachen Aufbau wie möglich, weil ich sicherstellen wollte, dass ich die Aufnahmen benutzen kann und auch um die Zeit von den Mitarbeiterinnen nicht so sehr zu verschwenden, weil die mussten ja immer neben mir stehen. Tagsüber habe ich fotografiert und abends noch die Bilder sortiert und benannt. Lange wollte ich gerne so viele Bilder wie in einer der Originalausgaben von Anna Atkins Buch 389, aber als ich mich für das Gedicht Alphabet von Inge Christensen entschied, die auf den mathematischen Fibonacci-Code aufgebaut ist, habe ich eine Fibonacci-Zahl genommen, nämlich 377, und so könnte ich ein paar Bilder rausschmeißen. Die 14 Abschnitte des Alphabets, also das Gedicht, beginnen jeweils mit einem der ersten 14 Buchstaben des Alphabets und das Gedicht wächst nach dem Prinzip der Fibonacci-Zahlenfolge. Nach dem Buchstaben N bricht Christensen diese Form ab. In dem Gedicht vermischt sich Wissenschaft mit Poesie, Konkretes mit Abstraktem und ein klarer Rhythmus wächst. Ein Rhythmus, der ich mit den Bildern im Buch auch versucht habe, irgendwie nachzuempfinden. Genau. Ich liebe das Gedicht, weil es diesen konkreten Rahmen hat, aber innerhalb dieser Rahmen gibt es alle Freiheiten der Welt. Inge Christensen erzählt von der Suche nach einer Form für das Gedicht. So schreibt sie. Denn da die Phänomene niemals von selbst in Zusammenhängen auftreten, nur weil sie benannt werden, wurde es mein Glück, dass ich unterwegs in meiner Suche nach Wörtern zufälligerweise über Zahlen fiel, in einem Lexikon unter F, nämlich über Fibonaccis Zahlenreihe, die ich am ehesten als eine Vision erlebte, als ein Bild für Entstehung und Ausbreitung des Weltalls, das der Theorie von Big Bang entsprach, die damals 1980 die führende war. Als das Weltall geboren wurde, geschah Folgendes. Alles, was anfangs fast nichts zusammengepresst war, explodierte und breitete sich nach allen Seiten aus. Eine Bewegung, die andauern wird, bis die Ausbreitung so groß ist, dass alles zu verschwinden und wieder zu nichts oder fast nichts zu werden scheint. Ein Bild also, oder ein Gedicht, das sich draußen in der Unlesbarkeit befand, dessen formale Struktur ich jedoch über die eingesammelten Wörter und ihre Phänomene presste. Dadurch gelang es mir, ein Gedicht zu schreiben, das verhältnismäßig lesbar ist, es vielleicht aber am meisten dadurch ist, dass es auf die gemeinsame Unlesbarkeit hinweist. Das Buch habe ich A Worm Cross the Street genannt, wegen dieser Worm hier, weil obwohl die Sammlungen voll sind mit exotischen, tollen und auf viele Art und Weise unglaublichen Tieren, war es komischerweise die Begegnung mit einem Regenwurm, die mich am meisten getroffen haben. War es Roland Barthes Punktum, die diese Wurm durch die Zeit und zu mir in die Gegenwart schleuderte? Ich las dem Etikett und stellte fest, dass dieser Regenwurm Mitte des 19. Jahrhunderts unweit des Museums wahrscheinlich an einem Regentag aufgesammelt wurde. Vielleicht hatte ich in meine bisherige Leben den Regenwurm so wenig Beachtung geschenkt. Immerhin bewegen Regenwürmer permanent die Erde unter unsere Füße und schaffen Humus und neue Leben. Auf einer kürzlich in Berlin abgehaltenen Konferenz Politics of Nature sprach Beth Lord über Spinozas Theorie von Wurm im Blut aus dem Jahr 1665. Also nicht nur ich interessiere mich für Würmer. Hier erklärt William Sackstetter, in einem Brief erörterte Spinoza das Problem von Ganzen und Teil an dem Blut und einem darin lebenden Wurm. Das Blut ist in seinem Kreislauf von ihm äußeren Bedingungen abhängig, von denen als einem übergreifende Ganzen es ein Teil ist. Ein im Blut lebender kleiner Wurm wurde aber, wann er sehen und auch denken konnte, diese als Teil verstandene Entität nicht als einen Teil, sondern als ein für sich bestehendes Ganzes wahrnehmen, das mit den nur ihn betreffenden Teilen ihm das Existieren ermöglicht und allein darin für ihn bedeutsam ist.
Elisabeth Lorz sprach über den Menschen als den Wurm im Blut mit unserer eigenen Blindheit gegenüber dem natürlichen System, in das wir und unsere Feinde gleichermaßen eingebettet sind. Vermutlich taucht der Wurm auch öfter in die Philosophie auf. In die Künste finden wir es zum Beispiel wieder als Teil einer Musikperformance in das von dem Surrealisten beliebten Schriftsteller Raymond Russells Buch Impressions of Africa aus dem Jahr 1910, wo ein großer Wurm scheinbar mit Hilfe von Wasser einem ganz sonderbaren Sitar-Konzert liefert. David Shrigley sagt auch, "What I was referencing at the time was that the soil is really essential for any kind of organic endeavor. The health of life on Earth has a lot to do with soil. The soil is important, ergo worms are important," sagt der Künstler David Shrigley in New York Times November 2021, als er den Wurm für sich entdeckt. Hier, wie wir diese Augmented Reality Fotos sehen können. Von all das, was ich jetzt erwähnte, wusste ich leider nichts, als ich den Wurm fotografierte. Denn das Einzige, was ich vorher entschieden habe, war, dass ich schwarz-weiß fotografieren wollte, dass ich abstrakte Muster suchen und auf Sporen, Falten und Formen fixiert bleibe. All das wollte ich machen, aber ohne die Tatsache des Präparierens auszublenden. Dennoch hat mir mein Bruder im Nachhinein netterweise darauf hingewiesen, dass eine unserer Lieblingsbücher als Kinder sich um einen Mann handelte, der keine Freunde hat, aber deren bester Freund ein kleiner Regenwurm war. Ganz unten. Sagen um Karl Knut von Barbro Lindgren. Die meisten Kinder in Schweden, so auch ich, sangen damals, als ich Kind war, folgendes Lied in der Kita. Das trage ich jetzt vor, aber ich singe es nicht, weil ich habe es übersetzt. Also... Niemand mag mich, alle hassen mich, weil ich Würmer liebe. Lang und schleimig, kurz und knackig, sie sind in mein Box. Ich beiße ihre Köpfe ab, ich sauge den Schleim aus, dann werfe ich die Haut weg. Niemand mag mich, alle hassen mich, oh wie lecker Würmer sind. Schlurp. Gut. Also ich esse keine Würmer, aber vielleicht irgendwann in Zukunft müssen wir alle Würmer essen, wer weiß. Genau. Die präparierten Tiere in den naturhistorischen Sammlungen sind zutiefst gesprächig. Sie geben Auskunft über Materialität, Fundort, Gewaltspuren, Transportwege, Aufzeichnung und Verarbeitung in den Sammlungen. Aber auch Themen wie Zeitwahrnehmung und Ästhetik, Irrtümer, Lücken, Fantasie und nicht zuletzt Information über uns selbst, unser Gewaltpotenzial und Vorstellung von Natur sind in ihrer Existenz inhärent. Es war mir wichtig, dass diese Sporen des Sammelns noch in den Bildern zu sehen sind. Deshalb sind die Nadeln, die Fäden, die Gläser, das in Papier eingepackte Tier, was man hier oben sieht, und mit Watte ausgestopfte Augen sichtbar. Obwohl ich doch behaupte, dass diese Bilder schön sind, ist es eine makabre Ästhetik, eine nicht ganz unproblematische Ästhetik etwas schon längst Toten. In die Bilder stecken mehrere Zeitebenen drin, die vergleichbar kurze Lebenszeit des Tieres, das lange Verweilen im Museum als Präparat, meine Begegnung als Fotografin mit das Tier und jetzt auch die Zeit, wo das Tier hier und in Ausstellungen und im Buch noch weitere Menschen wie Ihnen erreichen und dabei mich und vielleicht auch irgendwann das Präparat selbst überlebt. Weil wer weiß noch, wie lange diese alten Präparate noch vorhanden sein werden. Sie verweilen schon seit hunderten Jahren im Museum und da sie aus organischem Material geschaffen sind, sind sie auch nicht komplett tot. Immer wieder gibt es Insektenbefall oder das Material verändert und verformt sich, Alkohol verdunstet, Ordnungen und Klassifikationen werden neu gedacht und die Prioritäten und Herausforderungen eines Museums ändern sich. Jetzt zu der Ausstellung, wo ich Wolfgang getroffen habe. Im Frühjahr 2022 wurde diese Arbeit dank Barbara Eschmarowski, die übrigens ganz toll ist, im Haus am Gleispark in Berlin gezeigt. Im ersten Raum hingen große Collagen, die sieht man hier oben, mit vergrößerten Seiten aus meinem Buch, wo das Tier ganz grob herausgeschnitten wurde, um auf zunehmende Leerstellen in der Natur hinzuweisen. Gegenüber hing ein von mir per Hand geschriebenes Bild mit roter Tinte. Hier sieht man ein Detail, das sieht man da an der Bilder.
eine Auflistung von Tieren, die gerade auf die sogenannte rote Liste stehen. Es hat mehrere Monate gedauert, dem alle aufzuschreiben, und trotzdem sind die nicht alle dabei. Auch im Raum befanden sich 12 Stück mehrere Meter lange Würmer, von mir genäht, aus glänzenden Satin. Ich habe dem leider auf ein Podest präsentiert, das hätte ich jetzt anders gemacht. Da wollte sich jeder hinwerfen, sogar Ingo wollte am liebsten dort schlafen, glaube ich, oder? Genau, die drohten aber jeden Moment zu wegkriechen. Im angrenzenden Raum hingen Bilder aufeinandergereiht wie ein Band. Ich habe sie zum großen Teil zu klein behalten, weil ich wollte, dass die Betrachterinnen nah an das Bild herantreten mussten. Sie hingen in einer Art Choreografie, in ein Muster von Bild und Leerraum, die irgendwie gleichzeitig aber, fand ich, Ruhe und Bewegung im Raum gebracht haben. Im kleinen Raum daneben hing eine Serie von Rochen, und falls Sie die Möglichkeit haben in Zukunft, dann schauen Sie sich bitte die Gesichter von Rochen an, sind unglaublich toll. Im anderen Raum ging es dann wieder um das Ei, das sieht man hier unten mit so einem Text und zwei Eier, genau, kommen wir zum Ei. Die Schweizer Schriftstellerin, die auch in dieser Buch hier im Hysteriebuch einen Text geschrieben haben, hier hat sie über Maschinenbau geschrieben. Sie hat auch netterweise für mich diesen Text über Oologie geschrieben. Über Oologie ist Vogeleierkunde. Das ist ein sehr poetischer Text. Den kann sie hier lesen. An der Wand hing ebenso Siebdrücker eines Eis mit Fäden und daneben ein QR-Code. Falls Sie möchten, können Sie gerne jetzt oder später den QR-Code scannen. Ich weiß gar nicht, ob es hier drin funktioniert, ich glaube vielleicht nicht. Vielleicht machen Sie ein Foto davon, dann könnt ihr es später probieren vielleicht. Wenn man das macht, dann muss man oben im rechten Ecke das AR anklicken. Danach sieht man ein kleines, fast durchsichtiges Ei. Und falls es nicht allzu dunkel ist und ihr kurz wartet, dann zeigt sich durch Augmented Reality hier im Raum das Ei eines Riesenalks. Das sieht dann so groß aus. Also wenn ihr nur so ein kleines durchsichtigen Etwas sieht, dann ist es noch nicht richtig. Das Ei können Sie mit Hilfe Ihrer Finger im Raum bewegen, vergrößern oder verkleinern. Falls man den Browser nicht schließen, kann man das Ei auch mit nach Hause nehmen. Und zum Beispiel essen gehen oder sowas, Zug fahren. So erscheint das Ei eines ausgestorbenen Vogels wieder hier unter uns. Ein Traum, die leider nicht wahr werden können, denn 1844 wurde die letzte beiden Exemplare vom Riesenalk getötet und an Naturkundemuseen verkauft. Angeblich befinden sich diese Exemplare in das Naturhistorische Museum in Kopenhagen, diese zwei. Allein in Deutschland gibt es ungefähr 78 Exemplare des Riesenalks in verschiedenen Museen. In dem Hörspiel, das ich jetzt falsch aussprechen würde, Seance Vocibus Avium von Wolfgang Müller, die ich sehr empfehlen kann, wird die Stimme des Riesenalks und anderen ausgestorbenen Vögel von Musikern auf der Grundlage von Textbeschreibungen nachgeahmt. Müller demonstriert damit die Unmöglichkeit einer korrekten Wiedergabe des Verschwundenen. Mit der Interpretation der Vogelstimmen versucht er, eine Lücke zu füllen. Allerdings aus wissenschaftlicher Sicht bleibt die fehlende Information unweigerlich als Wissenslücke bestehen. Der Prozess des Verschwindens ist unumkehrbar. Konservierung, Aufzeichnung oder digitale Wiederbelebung können den Akt des Verschwindens nicht aufhalten, sondern ihn lediglich begleiten und den Sporen des Verschwundenen folgen. Vielleicht war es auch diese Spur, die ich in das Museum gesucht habe. Zu allerletzt kommt noch der Mensch. Sieht man hier ganz unten, kommt auch der Mensch in der Ausstellung vor. In einem 7-minütigen Videoloop wird der Mensch mit einem Paintball-Gewehr gejagt. Mit einem Eimer über den Kopf erinnert es eher an eine verwirrte Szene von Monty Python als der einst große Jäger. So, allerletzte Arbeit, genau hier. Dann mit dieser letzten Arbeit möchte ich auch gerne zeigen, weil ich was gemacht habe, was ich mich eigentlich nicht traue, nämlich Reisefotografie, und sehr schwierig. Diese Arbeit habe ich im Sommer angefangen. Die britische Philosophin und Publizistin Mary Wollstonecraft, wo kommt sie her, denkt man jetzt vielleicht nach diesen ganzen Tieren, aber sie war die Mama von Mary Shelley, Frankenstein,
jetzt macht es alles Sinn. Sie macht sich 1795 im Auftrag ihres Partners auf die geheime Suche nach einer Schiffsladung Silber. Anfänglich in Begleitung ihrer 3 Monate alten Tochter und eines Dienstmädchens, später allein. Die Briefe, die Wollstonecraft während ihrer Reise an den Vater des Kindes schreibt, veröffentlicht sie im Nachhinein unter dem Titel Letters Written During a Short Stay in Sweden, Norway and Denmark. Durch diese und andere Reisen und Publikationen gilt Mary heute als Vorreiterin feministischer Theorie und Lebenspraxis. Also das Buch 1795 war die Reise, 1796 kam das Buch raus, sie ist alleine gereist durch Skandinavien, das finde ich schon irgendwie toll. Zusammen mit der Schriftstellerin und Schauspielerin Anne Kolbatzky bin ich ihr nachgereist. Im Gegensatz zu Mary sind wir im Auto gefahren und wir haben ihre 3-monatige Reise in 2 Wochen zurückgelegt. In Berlin starten sind wir von Kiel mit der Fähre nach Göteborg, von dort via Gustavsberg, Kvistrøm, Strömstad, Sandefjord, Risør, Potter, Larvik, Tunsberg, Oslo, Moss, Halden, Onsala, Helsingborg, Helsingør, Kopenhagen und schließlich von Gedser via Rostock zurück nach Berlin. Die Fragen, die sich uns als Fotografin und Autorin vor, während und nach der Reise stellten, waren unter anderem, wie unterscheiden sich unsere Reiseerfahrungen von ihrer? Wie sehen wir die Orte, Menschen, Straßen, Gasthäuser, die sie in ihren Briefen beschreibt? Manche von diesen Gasthäusern standen noch und wir haben in einer von denen geschlafen. Was ist unsere Äquivalent zum Silber, das sie gesucht hat? Das kann man hier lesen übrigens. Was bedeutet Suche heute für uns? Was ist der Sinn des Nachreisens? Ist es wichtig, etwas zu finden? Aus welcher Perspektive oder Position reisen, beobachten, schreiben, werten und lesen wir? Mit unserer Reise haben wir ein Projekt begonnen, das auf ihre Briefe reagiert und sie neu untersucht mit Hilfe von Fotografie, Ton und Text. In Form von 3 großformatigen Briefen, die hoffentlich im Januar verschickt werden, haben wir die Ergebnisse unserer Reise verarbeitet. Sollten Sie einen Brief, solche Brief oder 3 dann, bekommen wollen, dann kann Sie mir gerne Bescheid geben, dann kommt was in der Post. Genau, das war alles, was ich erzählen wollte. Vielen Dank. Tack. Und ja, du hast ja zu dem Gedicht in deinem Buch gesagt, als erstes, dass die für dich die Wissenschaft, du hast ja gesagt, das wäre die Verbindung für dich von Wissenschaft und Poesie. Das zieht sich ja durch all deine Arbeiten durch, seit dem frühesten Moment, oder? Weil das ist ja interessant zu sehen, dass eigentlich die ganze Komplexität deiner Arbeiten immer in verschiedenen Ebenen zu arbeiten, auch bei den frühesten Arbeiten schon vorhanden ist, oder? Man denkt ja einfach, das entwickelt sich im Laufe der Zeit, aber kannst du dazu was sagen, wie das dazu kommt, dass es so gleich von Anfang an irgendwie so immer mit dieser Komplexität zu arbeiten und der Hinterfragung des Dokumentarischen, das ist ja immer letztlich realistische dokumentarische Bilder da, die aber gleichzeitig wieder in Frage gestellt werden, ironisiert wird und auch mit viel Humor, finde ich, irgendwie, das spielt auch eine Rolle. Das hoffe ich doch. Also ich, als ich in Schottland noch studiert habe, in Glasgow, da als Teil des Studiums war immer sehr viel schwarzen Humor oder sehr viel Humor, war einfach Teil, das war einfach Teil des Unterrichts, habe ich das Gefühl, das war immer sehr lustig. Da hätte man hin müssen. Aber genau, und da hatte ich ja nicht so Bilder inszeniert, aber ich hatte immer viel mit Literatur gearbeitet. Also da spielte diese Wissenschaft noch keine Rolle so richtig. Aber als ich dann nach Leipzig ging und da angefangen habe, selbstständig zu fotografieren, ohne Schule oder Uni oder so, da habe ich ja diese 3 Bücher zusammen mit der Galerie mit Pierrot machen können und die haben mir dann
Also ich war sehr, sehr jung, aber die haben mich sehr ernst genommen, haben mir auch den Platz gegeben und Möglichkeit auszustellen und diese Bücher. Und ich habe einfach weiterhin wahnsinnig viel gelesen. Und irgendwann liest man Novellen und Romanen und irgendwann fängt man an, über die Novellen und Romanen zu lesen und irgendwann fängt man an, über Fotografie zu lesen und dann fängt man an weiter. Und als dann dieser eine Roman über Hysterie, wo Blanche Wittmann eine Rolle spielt, als das dann in die Hysterie, hat das mich in die Hysterieforschung reingeführt. Und da bin ich sehr froh, dass ich rausgekommen bin, heil, weil das war sehr intensiv, sehr spannend, aber auch sehr schwierige Literatur. Ja, ja, nee, also das, ja, merkt man, dass das wirklich schon aber sehr prozesshafter Charakter ist, dass du durch jedes Projekt nochmal wieder in das Neue irgendwie reinkommst, irgendwie so, aber gerade bei dem letzten, gerade in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum, ist ja das dann schon am Anfang des Projektes klar, dass es in den Ebenen entsteht, oder fängt es erstmal damit an, dass du die Aufnahmen machst in dem Museum und dass du dann irgendwie Schritt für Schritt die weiteren Ebenen entwickelst, oder ist das von Anfang an das Konzept, oder? Ja, also ja, das, in dem Fall war es ja halt so, dass ich ja diesen Basilisk fotografiert habe. Also in dieser Arbeit Bleinfeld, die ich da gemacht habe, das war ja sehr gut, weil ich war nach Wien eingeladen und ich hatte einen Brief bekommen, als ich da war, wo für so eine Residenz, und in dem Brief stand, das könnte ich dann immer vorzeigen, da stand, bitte helfen Sie diese Künstlerin, sie ist von uns eingeladen, also von das Bundeskanzleramt oder sowas. Und dann hatte ich so einen Brief, und so einen Brief braucht eigentlich jeder von uns, finde ich. Und dann mussten alle Institutionen eigentlich ihre Türe für mich öffnen. Ja. Und mit diesem Brief bin ich dann bin ich dann zum Medizinisches Museum gegangen und zum Naturkundemuseum gegangen. Und so, das war halt mein Weg, dass ich da überhaupt reingekommen bin. Ja. Genau, und dann hatte ich ja diesen Basilisk fotografiert und hatte auch im Museum noch ein paar Bilder inszeniert, und dann bin ich da weggegangen und habe mehrere Jahre darüber nachgedacht, wie ich wieder in dieses Museum rein kann, weil das so toll war. Aber als ich da reingegangen bin, hatte ich Tatsache, weil ich fotografiere eigentlich seit 2006, fotografiere ich in Naturkundemuseen, wo ich irgendwelche begegne oder besuche extra. Und eigentlich wollte ich das schon immer machen. Und ich dachte so ein bisschen, dass dieses Projekt war, ich dachte, ich muss nicht so viel recherchieren vorher, weil das wird sich schon ergeben. Ich weiß ungefähr, was ich will und ich gehe jetzt einfach da rein. Ja. Aber jetzt recherchiere ich immer noch zu diesem Thema im Nachhinein und würde das die nächsten Jahre auch tun. Und es entwickelt sich jetzt im Nachhinein als etwas viel Interessanteres, als ich damals, also ich dachte schon, es wäre interessant, aber ich hätte es auch so gemacht. Also okay. Das war so toll. Ja. Ja. Jetzt möchte ich aber die Diskussion gerne in die Runde geben, es soll ja kein Zwiegespräch hier werden. Ja, wer möchte was zu den Arbeiten sagen? Wer hat einen Kommentar? Wer hat eine Kritik? Die ist ja auch sehr schön. So überzeugt zu haben, dass keiner irgendwie was zu sagen hat. Oder Ingo, du kennst die Arbeiten auch. Das ist die Revanche. Ich bin ein bisschen so zusammengezuckt, als du regelmäßig halt einfach meinen Namen irgendwie genannt hast, wo ich dachte, oh, das ist jetzt sehr auffällig. Aber ich kann es ja, glaube ich, auch sagen, was mich wirklich sehr fasziniert. Die Herangehensweise ist, wenn man so will, so ganz natürlich in der Art und Weise, dass es ein Phänomen gibt, dem du dich näherst, und auch eben halt sehr klassisch mit dem Medium Fotografie. Das ist, beginnt an sich eigentlich bei der Hysterie, dann geht es eben halt über die Arbeit der Urgroßtante bis hin zu den Würmern oder zu dem letzten Projekt. Und das Spannende ist, wenn man dann irgendwie deine Arbeit sieht, also wenn man jetzt zum Beispiel halt einfach das Buch Warm Across the Street sich anschaut, dann hat man das Gefühl, okay, das ist eine Anthologie eben halt mit einer Recherche, wie du es auch alles beschrieben hast. Und dann geht man einmal in deinen Ausstellungen und dann findet man eben halt einfach ganz, ganz viele Assoziationen, die dich inspirieren. Plötzlich werden Texte zu Bildern, in
indem sie eben halt auf eine bestimmte Art und Weise beschrieben wird. Es wird gestrickt, es wird das digital genäht. Und ich glaube, das ist auch so eine ganz moderne Art, eben halt einfach heute mit einem Thema umzugehen. Deswegen würde meine Frage jetzt letztendlich irgendwie sein, ich glaube, das erfährt man immer, wenn man jemanden fragt, wie würden Sie sich irgendwie bezeichnen? Und das Modernste, das heute eben halt einfach Menschen und Künstlerinnen und Künstler sagen, ist, I'm a visual artist. Und das musste ich auch erstmal lernen. Und ich würde jetzt auch dich fragen, würdest du dich als Fotografin bezeichnen oder bevorzugst du auch den Begriff des Visual Artist? Ist das heutzutage noch interessant? Das hast du natürlich vollkommen recht und es ist auch ein bisschen provokant, aber nun haben wir hier eine deutsche fotografische Akademie, worin also sozusagen eben halt das Fotografische nochmal ganz stark irgendwie eingebunden ist. Und wenn jetzt hier der Kollege Gottfried Jäger hier wäre, der würde dann sagen GDL, Gesellschaft Deutscher Lichtbildner, also nicht vergessen, das Licht ist ganz, ganz wichtig, aber na klar, also das ist, glaube ich, auch die zeitgenössische Antwort. Ich glaube, das Licht ist bei mir auch A und O, also von daher bin ich noch ganz dabei. Ja, es ist ja, wirkt ja in mancher Hinsicht schon auch, dass sehr klassische Züge mit reinkommen irgendwie so. Also ich finde auch, dass das Experimentelle oder mit verschiedenen Ebenen arbeiten in keinster Weise konstruiert wirkt. Also was ich so ganz stark dabei finde, es wirkt extrem selbstverständlich. Also es wirkt nicht irgendwie, als ob man extrem Bedeutung schaffen will, sondern die Bedeutung kommt eigentlich durch das genaue Hinschauen irgendwie so. Ja. Das ist eigentlich das, was ich da besonders stark dran finde irgendwie so. Ich glaube, es war auch ziemlich früh so, weil ich habe mit einer, die erste Ausstellung, die ich bei Pierre Rogge gemacht habe, war 2009 und da habe ich mit einem Installationskünstler gearbeitet und ich hatte meine Bilder gehangen nach einem Tag und ich hatte dem schon recht wild gehangen und dachte, das wäre schon irgendwie experimentell, aber er hat angefangen irgendwie Wände zu verbrennen und Skulpturen aufzubauen und er war nie fertig und mir hat das sehr beeindruckt und ich fand das irgendwie gut. Ich wollte dann gerne auch noch nicht Bilder an der Wand hängen und dann fertig sein, sondern vielleicht noch mehr oder gucken, was man mehr machen könnte. Und dieses Gefühl hat mich seitdem irgendwie nicht ganz losgelassen. Ja, aber um letztlich aus den Bildern, auch aus den letztlich klassisch Fotografierten, auch wieder das rauszukitzeln, was eigentlich wirklich spannend daran ist. Also, dass die befreit werden von dem, dass sie einfach nur reines Abbild sind. Also, die haben die Präzision des genauen Hinschauens, ohne in dem reinen Abbildsein irgendwie stecken zu bleiben. Ich glaube, so. Und dafür sind, glaube ich, die künstlerischen Strategien da, die du verwendest irgendwie auch, die von ihrer Eindeutigkeit zu befreien und tatsächlich eine Möglichkeit zu geben, dem Betrachter irgendwie auch einen Raum irgendwie der Interpretation zu geben. Ich glaube, die Fotografie schafft das auch natürlich, anderes sein als nur ein Abbild, aber es ist trotzdem spannend, also wenn man so Material so gerne, ich mag so gerne Material, deshalb bei dem ersten Vortrag auch mit diesem Papier und Licht und Falten und so. Also ich glaube, diese Faszination von Material ist bei mir auch wirklich da und dann ist der Weg nicht so weit, dass man anfängt, sich mit diesem Material zu beschäftigen. Ja. Und mit Fotografie mag ich ja auch wirklich gerne Abstraktionen, Flecken, Formen, Fehler, all das ist das, was mir am meisten beschäftigt. Genau die Balance irgendwie so zwischen dem Abbild, also dass das Sujet, das du behandelst, wirklich auch da reinkommt. Man merkt auch die Leidenschaft für das Sujet, also was du, dass du in die Museen gehst. Das ist ja das Interesse, nicht nur, weil du denkst, da sind ein paar interessante Motive. Also man merkt, dass du eine Leidenschaft das hast, aber gleichzeitig so eine Form der Abstraktion suchst irgendwie so. Also da finde ich für mich einen sehr spannenden Moment irgendwie, des Gratwandels zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit, die wirklich auch sehr fruchtbar ist und der irgendwie auch für mich Nachdenken irgendwie erstmal möglich macht. Okay, aber wer will noch was sagen? Alle sind müde. Gut, ja, dann herzlichen Dank nochmal für den tollen Beitrag.